Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Heute schauen wir uns zwei Produkte an, beziehungsweise zwei Armbänder an von der Firma Nomad. Vielen Dank an die Firma Solar für die Bereitstellung. Ich habe die Produkte schon mittlerweile sehr lange am Start, also schon seit 3, 4 Monaten, wenn nicht sogar 5 Monate. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber ich wollte das Ganze einfach mal länger ausprobieren. Ich wollte es einfach mal testen. Das wird quasi so eine Art Langzeit-Review, beziehungsweise so eine Art Bubble-Review. Und wir schauen uns das auf jeden Fall an. Und ich habe jetzt hier die Apple Watch Series 4 am Start, die 40 mm Variante. Und ich habe hier auch zwei Armbänder, die quasi auch darauf passen. Ich habe jetzt hier einmal die 40 mm Variante und die 38 mm Variante. Ja, die 38 mm Variante, die Armbänder passen natürlich auch hier zu der 40 mm Variante. Und ja. Nomad-Produkte habe ich schon einige getestet, vor allem auch Wireless Charger und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall hier oben verlinken. Und da habe ich auf jeden Fall den Stand ausprobiert, das Nomad Base Station habe. Das sind wirklich tolle Produkte. Preislich sind die natürlich nicht so ganz so günstig, denn sie sind schon ziemlich teuer, muss ich sagen. Aber ist auch irgendwo gerechtfertigt, denn sie machen wirklich eine tolle Arbeit. So, dann schauen wir uns das einfach mal an. Wie gesagt, ich habe es schon ausgepackt gehabt, habe sie schon seit einigen Monaten im Test. Und wir schauen uns das einfach mal an. Schauen wir uns einfach mal hier die schwarze Variante an. Und zwar haben wir hier ganz normal wieder Modern Strap, 40 mm Variante mit dem Horween Logo. Das heißt, das Ding ist aus Leder, beziehungsweise die Armbänder selbst. Und wir klappen das Ganze jetzt einfach mal auf. Und wir haben hier natürlich direkt hier die Armbänder. Mehr ist es auch nicht. So, und schauen uns das einfach mal an. Ich muss sagen, es fühlt sich wirklich sehr gut an. Es ist halt natürlich aus echtem Leder, also aus Horween-Leder. Es gibt natürlich auch einige Cases, die ich auch getestet habe, die stammen auch, also beziehungsweise sind auch aus Horween-Leder. Und ja, das Ganze wird in Chicago produziert und ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es fühlt sich wirklich hervorragend an. Wir haben hier natürlich hier dieses, die Schienen für die Apple Watch, um das Ganze zu befestigen. Und ja, an sich ist es wirklich ein tolles Produkt. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und fühlt sich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Auch wenn man das Ganze tragen tut oder beziehungsweise am Tragen ist, ist es wirklich super. Wir haben hier noch mal ein Nomad-Schriftzug. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ja, gefällt mir ganz gut. Was die Qualität angeht, muss ich sagen, ist recht in Ordnung. Was mich halt auf jeden Fall gestört hat, ist halt hier die Schienen und so weiter. Die färben halt mit der Zeit ab. Das ist dann halt, da merkt man halt, dass es halt nicht so qualitativ ist, also beziehungsweise nicht so, ja, der Burner ist. Also man merkt es auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall so kleine Spuren zu sehen, die dann halt wirklich nicht so schön sind. So, aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Wir schieben das jetzt einfach mal hier rein. Und ich muss sagen, das klappt wirklich ganz gut, muss ich sagen. Und es ist auch wirklich perfekt bearbeitet. Also man merkt, dass es auf jeden Fall, dass das nicht ein Stück rauskommt oder sonst was. Also es sitzt wirklich auch fest, muss ich sagen. Und der Unterteil, das machen wir jetzt auch nochmal. Und ihr seht, es ist wirklich perfekt abgestimmt. Es sieht wirklich total sauber aus und das ist ziemlich cool. Dann werde ich das Ganze jetzt einfach mal probieren, anprobieren. Bei der 40 mm Variante ist es halt so, dass die Armbänder halt nicht recht groß sind, weil eigentlich 40 mm eigentlich eher die Damen tragen, also was die Uhr angeht. Ich habe sie mir jetzt, beziehungsweise ich habe sie damals von meiner Frau geschenkt bekommen gehabt und ich fand das noch in Ordnung. Es ist wirklich grenzwertig, muss ich sagen, die Größe und geht aber völlig in Ordnung. Dementsprechend sind auch die Armbänder etwas klein, ne? Und aber dennoch ist es eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Nur ihr seht, dass hier diese Schlaufe hier, was ich hier habe, die sitzt natürlich, die kann man natürlich nicht nach hinten schieben, weil halt eben der Armband halt nicht so lang ist, weil ich halt auch ein Handgelenk habe, der natürlich etwas breiter ist, etwas größer ist. Aber für eine Dame wird es auf jeden Fall ja, ausreichen. Ja, was die Qualität angeht, muss ich sagen, ist okay. Also klar, wir haben hier ein echtes Lederprodukt. Man merkt halt mit der Zeit, dass man halt hier so ein paar Knicks bekommt, weil ist ja auch normal, man muss es ja auch irgendwie zusammen verbinden und einsetzen.
dann kann das schon mal vorkommen, dass das Ding halt so etwas abgeknickt ist. Jetzt bei der schwarzen Variante ist es jetzt nicht so schlimm, da sieht man es nicht so direkt. Aber ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. Ist ein tolles Produkt. Preislich bewegen wir uns so um die 40 bis 50 Euro. Ist jetzt auch nicht ganz so günstig, wenn man bedenkt, was die Apple Armbänder kosten. Wenn ihr das zum Beispiel die Variante mit dem Ledervariante kauft, dann seid ihr auch schon über 100 Euro. Hier geht es noch meiner Meinung nach, wenn man hier ungefähr 40 bis 50 Euro für ein Lederarmband zahlt, was eigentlich auch noch recht in Ordnung ist. Also negativ muss ich sagen, sind natürlich hier diese Scharnieren bzw. die Verbindungen zu den Apple Watch. Die sind halt natürlich, ja, die Farbe merkt man auf jeden Fall, dass da hier so ein paar Spuren sind, das halt nicht so schön ist. Aber ich muss sagen, es sitzt auf jeden Fall super und gibt es auch überhaupt gar keine Probleme und finde ich super. Ja, so viel dazu zu der schwarzen Variante. Ich habe jetzt hier natürlich auch noch hier die braune Variante, die mir etwas negativer aufgefallen ist. Und das Ganze wird natürlich wieder mit einem Horwin-Leder beschmückt. Und das Ding sieht wieder anders aus. Wir haben hier wieder ein ganz anderes Material. Es ist so ein gebürstetes Aluminium hier an der Ecke. Auch hier unten zum Beispiel auch hier nochmal Nomad-Schriftzug. Und fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Es ist auf jeden Fall, also wenn man die beiden jetzt auf jeden Fall vergleicht, das Ding ist etwas dünner, muss ich sagen. Etwas feiner. Und das Ding ist schon etwas robuster, muss ich sagen. Etwas breiter. Und es fühlt sich wirklich sehr gut an. Also hier merke ich diesen Horwin-Leder auf jeden Fall mehr, denn es fühlt sich auf jeden Fall griffiger an. Es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ja, was aber auf jeden Fall auch wieder nicht so schön ist, ist wieder natürlich hier das Stück hier, das gebürstete Aluminium hier, also die Verbindung zu der Apple Watch. Da sieht man auf jeden Fall wieder Flecken. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass hier wieder so Kratzer entstehen. Das ist dann natürlich mit der Zeit nicht so schön. Und ich probiere das Ganze jetzt einfach mal hier aus. Ich setze das nochmal an. Und hier sehen wir auch wieder, dass das auf jeden Fall perfekt sitzt. Allerdings merkt man, dass das Ding auf jeden Fall größer bzw. breiter und robuster ist, dass quasi auch hier Kratzer entstehen können an der Apple Watch. Das habe ich natürlich bei meinem Dings schon direkt gemerkt. Also ich merke hier, dass hier auf jeden Fall hier innen etwas leicht ja, verkratzt ist. Und das kommt halt dadurch, dass das Ding etwas breiter ist, etwas robuster ist. Und halt dieses gebürstete Aluminium, das merkt die Watch auf jeden Fall. Aber ansonsten passt sie wirklich perfekt, muss ich sagen. Und sitzt auch wirklich super, muss ich sagen. Wir haben hier natürlich wieder hier einen Horwin-Schriftzug. Ne? Und hier auf der rechten Seite wieder einen Nomad-Schriftzug. Was Qualität angeht, habe ich ja schon bereits erwähnt gehabt, das gebürstete Aluminium hier an den Ecken zum Beispiel, da sieht man auf jeden Fall so Flecken, Kratzer, die dann natürlich nicht so schön aussehen und der Armband selbst. Da es jetzt ein Braun gehalten ist und da natürlich Flecken oder Kratzer mehr zu erkennen ist, als wie jetzt hier in der schwarzen Variante, muss ich sagen, hier das hier zum Beispiel der Bereich hier, wo man das Ganze quasi hier zuknüpft, ist natürlich nicht so schön, denn man merkt hier auf jeden Fall, klar, es ist halt Leder, ne? Man merkt das ja auch mit der Zeit, wenn man das Ganze halt so biegt und dreht, ne? Dass das Leder natürlich mit der Zeit ja, kaputt geht oder Risse bekommt. Ist halt natürlich, man merkt halt, dass es halt benutzt worden ist und der Bereich ist ja dann quasi hier unten, ne? Das geht dann eigentlich noch, wo man dann sagen kann, okay, das sieht ja eh keiner, aber dennoch ist es halt nicht so schön, dass das Leder hier sowas aufweist. Es gibt vielleicht bestimmt ein paar Materialien, ein paar Pflegeprodukte, wo man das vielleicht etwas abheilen kann oder dass das nicht so wird. Aber damit habe ich mich jetzt überhaupt nicht beschäftigt. Aber ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand. Man muss es ja auch irgendwie ja, benutzen. Aber das ist schon, also die Nutzungserscheinung hier auf diesem Armband ist schon natürlich etwas höher, muss ich sagen. Hat mir jetzt persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Aber was Tragekomfort angeht, muss ich sagen, ist auch wieder super.
ist natürlich wieder die 40 mm Variante, das ist klar. Und da merkt man auch, dass der Armband halt auch ziemlich, ja, eng ist. Wobei hier, das geht hier noch und ist noch recht angenehm als wie die schwarze Variante jetzt. Aber ansonsten klappt das wirklich hier ganz gut. Und es sieht auch wirklich sehr schick aus, muss ich sagen. Ich stehe hier auf braune Farben, auf Cognac oder sonst was. Das gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, was Qualität angeht, jetzt hier in dem Bereich, jetzt hier zum Beispiel, ist jetzt nicht so schön. Preislich sind wir auch wieder hier bei 40 bis 50 €. Also ja, für ein Lederarmband ist das noch recht in Ordnung. Bis halt hier auf den Seiten zum Beispiel, dass es jetzt halt, ja, kratzanfällig ist, ist natürlich nicht so schön. Und natürlich hier der Armband selbst habe ich ja schon bereits erwähnt gehabt. Aber ich muss sagen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand günstige Lederarmbänder sucht, die ja etwas schön aussehen, wo man halt nicht über 100 € bezahlen muss. Es gibt ja auch die Armbänder von Bandwerk, das sind nochmal natürlich ein anderes Liga. Die sind aber dann auch wesentlich teurer und ja, sind dann, glaube ich, im Bereich zwischen ab 80 € bis aufwärts nach oben geht das Ganze. Aber ich kann euch sagen, ich bin trotzdem sehr begeistert davon und also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, derjenige, der sich das kauft, der muss natürlich damit rechnen, dass das Ding hier irgendwann ja, Risse bekommt, aber auch hier das Aluminium Flecken bekommt bzw. Kratzer bekommt und auch die Watch dadurch etwas zerstört wird im Innenrei also im Innenbereich. Und ja, ist jetzt natürlich nicht so schön. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nie ausprobiert, aber ist es halt so, man muss es ja auch testen und so ist es halt. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Produkte haben euch gefallen. Ich werde sie auf jeden Fall hier unten verlinken. Schaut einfach mal vorbei. Und nochmal vielen Dank an die Firma Solar für die Bereitstellung. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.